Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur allerersten Folge hier richtig mit dem Serion. Wir wollen den mal jetzt mit der dicken, fetten Bogo auf unserem größten Feld richtig ins Schwitzen bringen. Mit, ja, indem wir Sogrumhörse ansehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir aktivieren GPS, richten das Ganze ein, gucken noch mal eben hier ins Menü, ob unser Fendt denn jetzt auch wirklich gute Jobs macht. Und ja, der arbeitet hier so vor sich her. Und dann würde ich sagen, so aktiviere ich GPS. Und dann werden wir das jetzt alles so machen. So ist der Plan. Und ich hoffe, dass man meine Klimaanlage, die im Hintergrund so ein bisschen rumbrummt, nicht hört. Weil das könnte tatsächlich ein bisschen nervig sein. So, wir machen jetzt erstmal hier von außen. Ausklappen. Ja, und ich würde sagen, falls du sagst, oh geil, Big Bierhof Beckmann, fantastisch, ganz toll und alles macht Spaß und ist super, denn liebe Menschen, hinterlassen wir dir gerne jetzt schon ein Däumchen oben und falls du mich noch nicht abonniert hast, ein Abo wäre fantastisch. Let's go, nachdem ich hier den Cosplay-Kurs, der noch geladen ist, mal eben lösche. Okay, zumindest habe ich ihn als nicht mehr sichtbar gemacht. So, ich hoffe, ich habe genug Saatgut dabei, sollte aber gar kein Problem sein. Wir sehen jetzt hier einfach mal an und bam, bam, A-Punkt gesetzt und hinten setzen wir jetzt, beziehungsweise hier können wir schon den B-Punkt setzen, dann machen wir GPS an und ich kann mich zurücklehnen und also, mach den Job für mich, Serion, mach den Job für mich. Okay, ich bin richtig motiviert, aber ich habe das Gefühl, dass Traktor-Sound ein bisschen zu laut ist, das werde ich im Videoschnitt aber fixen, das ist ja gar keine Probleme. So, wir können ja theoretisch, wir dürften jetzt zumindest so halbwegs sehen, wie wir arbeiten. Machen wir Vorgewende später. Und wir machen jetzt hier so, wir haben ja GPS, also können wir es auch nutzen. So, also mit Abständen zwischen den Reihen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, weil ich muss tatsächlich sagen, auch wenn der Allradlenkung hat, so unfassbar krass wendig ist der gar nicht. Vor allem mit der Sämaschine hier. Das geht besser. Das geht besser. Also wirklich, das geht besser. Naja, gucken wir mal. So, machen wir auch hier mal so hoch. Ihr seht schon, das ist das Maximum, was Wendigkeit angeht. Naja, was soll man machen, ne? Aber, also man sieht es wirklich nur so mindermäßig gut, ne? Also wo gesät wurde, aber man sieht es zumindest. Immerhin das. Wenn sonst auch nichts anderes. Ich mache mein Mikrofon mal ein bisschen niedriger, dann könnt ihr mein enges gleiches Gesicht, was völlig überbelichtet ist, auch schön angucken. Wir haben nämlich gerade, ja, frühen Sonntagabend. Ich kann gerade die Uhr vom PC nicht lesen. Also gucke ich auf mein wunderschönes Handy. 19:49 Uhr. Alles klar. Ja, ich wollte noch ein bisschen daddeln. Stream habe ich jetzt nicht mal eingerichtet, hatte ich zuerst überlegt noch zu machen, also zu streamen heute, aber irgendwie nee, keine Ahnung. Mir fehlt momentan total die Motivation dazu, obwohl ich den Schreibtisch ja extra so umgebaut habe, dass es für Stream besser geht. Naja, mal gucken, mal glubschen, zukünftig vielleicht irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ja, kleiner Sammy ist wieder vollkommen aufgedreht und... Auch, ja, 8 Meter sind da gar nicht so wenig eigentlich für die Sämaschine, aber wir sind damit schon ein bisschen beschäftigt. Also, es ist nicht das größte Feld, aber es ist jetzt auch nicht so klein, ganz im Ernst. Es ist wirklich nicht so klein. Aber naja. Ich meine, großes Feld ist halt irgendwie besser, als wenn wir ein kleines Feld haben. Weil stellt euch mal vor, wir hätten nur kleine Felder. Dann würden wir ja gar nichts schaffen, ne? Und wir wollen ja zum Beispiel hier das Feld Nummer 4... ja auch noch kaufen. Das würden wir dann mit dem hier zusammenflügen und dann hätten wir einen so ein richtig großes Feld. Also so eine Pläne stehen ja noch an. Aber erstmal müssen wir unseren Kredit zumindest irgendwie ein bisschen kleiner machen, weil aktuell ist der Kredit wirklich relativ groß und dadurch die Zinsen schmerzhaft. Jo. So, mal gucken. Ja, also ich werde jetzt diese Folge aufnehmen und dann werde ich halt ein bisschen daddeln. Ein bisschen. Und eigentlich möchte ich in der nächsten Folge mit euch mal so ein bisschen Güllefass und so fahren. Muss ich aber mal gucken, wie sich das am besten gestaltet. Weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich jetzt heute noch ein bisschen daddeln und so. Kann sein, dass ich denn irgendeine Aufgabe, die ich ganz gerne in der Folge gezeigt hätte, nicht zeigen kann.
weil ich halt nur am Daddeln bin. Und irgendwie hatte ich nicht irgendwie mal irgendwie, keine Ahnung. Egal, vergessen wir das. Das ist, wenn man denkt, aber den Gedanken noch nicht zu Ende geführt hat, dann denkt man. Hey. So. Aber wir kommen gut voran. Und Saatgut scheint echt nicht das Problem zu sein. Also könnte genug sein. Oha. Ja, die Wendigkeit ist echt ein bisschen so halb katastrophal. Das muss man wirklich sagen. Das geht auf jeden Fall besser. Ein bisschen irgendwie. So, erstmal einen Schluck trinken hier. Energy am Abend ist eine fantastische Geschichte und ist auch überhaupt nicht ungesund. Hust. Ja. Der ist, also hier so auf der Steile, also wo es ein bisschen bergauf geht, ist der Serion schon tatsächlich leistungstechnisch an der Grenze. Also ich werde wahrscheinlich mal den HUD von REA-Mod mal aktivieren. Das geht ja irgendwie, ich weiß nur nicht wie. Dann gucken wir uns das einfach mal an, wie so die Motorauslastung und so ist. Den HUD von Coreplay habe ich ausgeblendet, der oben rechts unter Money und so ist. Weil der ist ja total nervig und total unnötig. Dann bekomme ich lieber keine Informationen über die, über die Coreplay-Helfer und guck zwischendurch einfach mal auf die Karte, ob die noch arbeiten. Das ist mir dann deutlich lieber, als wenn wir, ja, als wenn da oben die ganze Zeit Coreplay-Version 7 Punkten schieß mich tot steht. Weil das ist unnötig und das ballert das Spiel einfach oder das ballert den Bildschirm, das Erlebnis einfach nur mit unnötigen Dingen voll. So meiner Meinung. Ja. Irgendwie so. Oha. Da haben wir eine Mega-Lücke. Die müssen wir unbedingt nachher nochmal nachsehen. Oder am besten jetzt, bevor wir es vergessen. Ich glaube, es ist fast besser, wenn wir Allradlenkung ausschalten. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe nix Ahnung. Scheinbar, vielleicht geht das doch gar nicht bei dem hier. Vielleicht hat der wirklich nur Allradlenkung, der Mod. Ja, ist halt so. Der hat aber auch echt, wir haben ja auch echt breite Schlappen verpasst. Das muss man wirklich sagen. So, das ist jetzt nicht perfekt, was ich hier jetzt gerade mache. Aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Ich meine, wenn eine kleine Lücke da ist, ihr kennt mich, ist mir das egal. Aber so eine Riesenlücke, wie wir da eben hatten, das ist denn doch ein bisschen zu viel. So, wir hatten ja in der letzten Folge keine Zeitraffer, Freunde. Und das ist ein Unding. Keine Zeitraffer, das ist ein Unding. Ich würde sagen, wir starten durch. Ich suche mal irgendeinen neuen Song raus. Das mache ich in der letzten Zeit ja öfters. Welche, die ich noch gar nicht gespielt habe, hier auf meinem Let's Play-Kanal. Ich habe keinen anderen. Doch, ich habe einen anderen. Aber der wird nicht gespielt. In dem Sinne, Zeitraffer, let's go!
So, weiter geht's. Hier nach der Zeitraffer. Wir sind fast fertig. Und irgendwie stimmt der Verbrauch so gar nicht. Also, ich habe extra mal das auch Saatgut nachgekauft, weil bei den Sojabohnen war es viel zu wenig. Viel zu wenig. Und hier jetzt wiederum ist es viel zu viel. Eigentlich hätte es sogar fast gestimmt. So von der Menge hier. Ganz komisch. Also weiß ich nicht. Irgendwie ist das so. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall hier nach noch gut Saatgut übrig. Irgendwie der Verbrauch wird wahrscheinlich so 1500 gewesen sein. Ne, nicht mal. Also, ich denke mal, der Verbrauch wird so um die 1000 gewesen sein. Da haben wir noch 1500 Liter übrig. So wird ein Shootout. Das wollte ich sagen. Und ich muss mich gerade richtig konzentrieren, hier vernünftig zu reden, weil, was ihr nicht hört, weil es nicht mit aufgenommen wird, hier läuft gerade Musik im Hintergrund. Gerade von Garnidelia. Ist ein Rock, Pop, Elektro, Duo. Machen echt gute Musik, meiner Meinung nach. Ja. So, jetzt noch einmal hoch und dann haben wir nur noch Vorgewände. Und dann sind wir mit der Aussaat fertig, außer wir haben irgendwas vergessen. Aber das glaube ich nicht, weil wie könnte mir denn so etwas passieren, etwas zu vergessen? Was wir aber irgendwie nicht haben, sind Lohnaufträge und das ist komisch. Also zumindest leicht nervig. So, müssen wir mal eben zurücksetzen. Weil ich würde ein, zwei Lohnaufträge machen, um nochmal extra Geld zu verdienen, weil, ja, der Kredit muss zurückgezahlt werden. Wow, der Serion ist wirklich mega unwendig. Das ist echt krass. So, GPS aktivieren und gleich fahren wir noch zweimal eine Runde und dann hat sich das auch erledigt. Irgendwie so. Ah, schön, 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 schön. Ich freue mich. Denn steht ja auch bald schon wieder die Ernte an. Naja, vorher müssen wir halt wirklich noch ein bisschen Gülle ausbringen, ein bisschen Mist streuen. Es wird natürlich wirklich nicht genug sein für das, was wir haben, aber... Wir nehmen, was wir bekommen. Irgendwie so. Ja. Aber ab dem nächsten Spiel wird es besser. Da haben wir mehr Kühe. Also insgesamt von Anfang an mehr Kühe. Da haben wir mehr Schweine. Es wird alles besser. Wirklich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es mittlerweile schon eine weitere Version von der Hofbergmann gibt. Muss ich mich mal mit beschäftigen und einfach mal gucken, ob wir dafür den neuen Spielstand brauchen. Ganz einfach, ich kopiere diesen Spielstand einfach und probiere es aus. Worauf ich eigentlich gar nicht so Lust habe, weil wir haben ja schon wieder einiges gebaut und so. Und oh, da hasse ich die Hofbergmann ja so sehr für, ne? Dass man, also wenn das immer noch so ist, dass man da echt einen neuen Spielstand immer braucht. Das ist, oh, es gibt nichts Nervigeres, Freunde. Es gibt wirklich nichts Nervigeres. Naja, so ist das halt, ne? So ist es halt. So. Gut, da haben wir jetzt gleich ein kein Streifen, der bleibt. Den Song mag ich nicht. So. Gut. Machen wir unten weiter. Weil hier haben wir gut gearbeitet. Kann man in Perspektive kurz fahren. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ich würde halt, keine Ahnung, ich hätte mal wieder richtig Bock auf 0-Euro-Projekt. Vielleicht muss ich doch auf eine neue Karte nochmal neu anfangen, juhu. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Schon wieder 0 Euro Projekt neu anfangen. Das war ein Stöhnen. Ja. So weit sind wir hier schon. Ist es schlimm. Ja. Ich habe mich so gefreut, das Siegelteil war so schön, aber ja, der Modder kommt, ich weiß nicht, der meinte, er hat irgendwie was, keine Ahnung, bei ihm wäre viel Stress, viel los, keine Ahnung, deswegen, ja, ich habe keine Ahnung, ist mir, keine Ahnung, egal würde ich jetzt auch nicht, doch, es ist mir eigentlich wirklich ziemlich egal, so arschlos das klingt, ich bin da von null betroffen, das Einzige, wovon ich da, was das angeht, betroffen bin, ist halt, dass ich das Siegelteil nicht bekomme. Die neue Version davon. Weil mit ihm irgendwas ist. Und, ja. Ich sag mal, wenn man so alt ist wie ich, dann ist ein Schicksal von anderen, die man nicht kennt, halt egal. So schlimm ist es nicht. Ja.
Wow. Direkt unsympathisch bei jedem anderen gemacht hier. Wuhu. Boah, es ist warm. Ich hab ein Thermometer hier liegen. 23 Grad. Gucken. Ein, zwei Stunden noch die Klimaanlage laufen lassen, ist es wieder angenehm hier. Passend zum ins Bett gehen. Ja. Läuft leider, also ja, viel, weiß ich nicht. Läuft wie viel die Klimaanlage? Geht eigentlich. Läuft also dreimal die Woche, abends für zwei, drei Stunden. Das ist natürlich, ja, sind knappe 20, keine Ahnung, 15 bis 20 Euro Stromkosten extra. Aber es ist deutlich angenehmer, als in so einer heißen Bude rumzusitzen, ne? Also, oh. Oha. Die wäre jetzt in echtem Arsch gewesen. Ja. Wie gesagt, es ist deutlich angenehmer, als in so einer heißen Bude rumzusitzen. Dann zahle ich lieber etwas mehr Kohle. Mal gucken, wie es im Hochsommer wird. Wir haben jetzt ja noch gar nicht richtig Hochsommer. Das wird ja Juli, August wird das ja erst richtig schlimm. Mit den Temperaturen. Da kann es sein, dass sie etwas öfters läuft. Aber dann so ab September wird es ja auch schon wieder weniger. Von daher ist es schon okay. Ja, ja. So. Gleich fertig. Gleich fertig. Müssen wir nur noch eben hier Cosplay losschicken mit der Walze. Und dann hat sich das, ne? Sind fertig. 1A. Zusammenklappen, dann fahren wir damit zum Hof, wo die sauber gemacht werden muss und eingeparkt. Und dann, ja, schicken wir den Fendt hierher. Und vor allem, was halt auch gar nicht so unwichtig ist, wir müssen den Hof aufräumen. Weil die ganzen Saatgutpaletten, die ich jetzt immer nur aus der Seemaschine rausgeschmissen habe, die sind halt unter Umständen vielleicht jetzt überall auf dem Hof verteilt. Wo sind eigentlich die ganzen Autos denn, die hier sonst immer im Weg sind? Gute Frage, gute Frage. Ah, schön. Ja, ich mag den Serien. Also von außen vor allem mag ich ihn sehr gerne. Von drinnen jetzt hier so ist es, naja, geht so. Aber von außen sieht er schon extrem nice aus. So langsam hier. Wir müssen ja hier rein. Da. Ist auch eng hier. Irgendwann, wenn wir noch mehr Flächen haben, müssen wir irgendwie, ja, hier mal ein bisschen umbauen. Und vielleicht wird man in einer der späteren Versionen von Dorf Bergmann auch Gebäude abreißen können. Das wäre natürlich fantastisch. Dann könnten wir zum Beispiel die Werkstatt wegmachen. Dann könnten wir, ganz ehrlich, der Schweinestall, das ist ja ganz nett, aber der kann auch weg, meiner Meinung nach. Weil, dann baue ich lieber einen großen Schweinestall nochmal woanders hin. Also was. So, wir machen den jetzt erstmal aus. Und ja, laufen jetzt einfach mal zum Fendt. Extrem geiler Song. The Pharaoh Sails to Orion von Nightwish. Extrem alter Song. Also richtig alt, einer der allerersten. Aber extrem geil. So. Oh, der muss getankt werden. Alles klar, wir fahren erstmal zu unserer Hoftankstelle. Und tanken ihn. Boah, immerhin habe ich das Gate von meinem Mikrofon gut eingestellt, dass man halt wirklich nichts mitbekommt von der Musik im Hintergrund. Ah, schön. Ja. Wir sind auch bald ist ja auch unser Weizen und so schon reif. Das geht ja auch relativ schnell. Ja, ja. Wie das immer so ist, ne? Ja, ist schon fast die Frage, ob wir in dieser Folge schon mit dem Güllefass so losfahren. Und vor allem ist die Frage, ob wir es austauschen, weil es wandert. Es wandert über den gesamten Hof und das ist echt ein bisschen nervig. Ich glaube, wir sind zu weit gefahren. Jo, sind wir. Gut, voll.
Wie viel haben wir? Ich glaube, wir haben noch fast 6000 Liter Diesel. Das ist nicht wenig. Das tut mir leid. Aber es fahrt hier auch so blöd hier durch die Gegend. Ja, der Verkehr hier auf Hofbergmann ist echt krass. Es sind A, viele Autos und B. Ja. Ja. Aber es fährt hier zum Glück Hermes und die Deutsche Post. Also, die Pakete kommen manchmal an. So. Da sind wir gleich. Und dann schicken wir Cosplay nur noch los. Okay. Irgendwie so. Dann gehen wir mal ins Helfer-Menü. So. Und Job erstellen. Field Position hier. Start Position irgendwie so. Das passt auch. Kurs Generator können wir alles so lassen. Das hat ja ganz gut geklappt. Kurs generieren. Und dann Job starten bitte. Ich wollte gerade ein unwürdiges Wort sagen. Was machst du da eigentlich? Sehr, sehr interessant. Aha. Okay. Cosplay halt, ne? Egal. Er fängt richtig an. Da hat er abgesenkt. Das heißt, wir können hier zu unserem Klaus-Serion zurückspringen. Ego-Perspektive. Und... Ey, schön. Ich habe übrigens heute rausgefunden, dass ich hier unter meiner Maus noch die Schutzfolie über diese Gleiter hatte. Ich meine, es ist mir nie störend aufgefallen, weil es schon relativ glatt war, aber jetzt, das ist ja richtig krass glatt. Aber würde ich die jetzt so antippen, rutscht die einfach mal einen Meter nach vorne. Naja. So, der Kasserion kann auch ein bisschen geputzt werden. Ganz ehrlich, Giants, falls ihr das seht, diese Anzeigen, also es sind so viele Anzeigen gibt es hier, die einfach nicht nötig sind. Ich meine, denn, keine Ahnung, denn lasst mich doch hier so laufen und dann macht die einfach aus, so. Oder macht das wie im LS19, dass man dann einfach nicht weiterlaufen kann, wie es halt im echten Leben auch wäre, weil der Schlauch denn einfach zu Ende ist. Aber macht doch nicht überall ein verdammtes Text-Overlay, das ist echt nervig. So. Wir steigen jetzt ein. Hier so. Und fahren aus der Innenperspektive jetzt rückwärts zu dem Platz, wo er hingehört. Werden denn an unseren Marcel Ferguson das Güllefass festmachen? Oha. Wo wir denn das schon mal voll machen? Damit wir in der nächsten Folge Gülle fahren können. Und Mischstreuen wahrscheinlich. Wahrscheinlich beides. So, nochmal korrigieren. Also, man sieht deutlich besser als bei den anderen Traktoren hier außen Serie und hinten raus. Also, so kann man fast wirklich rückwärts fahren. Fast. So, nochmal korrigieren. Der muss ja möglichst nah am Lexion stehen, damit hier noch irgendwas zwischenpasst oder daneben passt. Irgendwie so, so. Dann machen wir den ab. Stellen den dazwischen. Na, hat sich das. Ja, ist auch so. Das hier ist auch so eine Scheune. Die würde ich ganz gerne abreißen, kann ich aber nicht. Genauso wie die hier. Dann würde ich hier ganz andere Gebäude hinmachen. Halt irgendwas, was sinnvoller ist. So, schnappen wir uns jetzt einfach mal hier unseren wunderschönen und... Ist der noch dreckig? Tatsächlich. Den müssen wir, glaube ich, nochmal sauber machen. Obwohl, fahren Gülle mit dem. Machen wir nach dem Güllefahren sauber. Let's go. Ja, das Güllefass werden wir vielleicht auch nochmal austauschen müssen, weil das wandert hier auf der Karte. Das ist echt ein bisschen nervig. Naja, ist halt so.
So. Aber Freunde, ich sag jetzt schon mal vielen Dank fürs Einschalten und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir denn hier mit dem Güllefass fahren werden und erstmals hier auf der Karte düngen werden. In dem Sinne, danke, bis dann und ciao!